Rise like a Phoenix. Mit diesem Song hat Tom Neuwirth alias Conchita Wurst den Song Contest 2014 in Kopenhagen gewonnen. Ich freue mich mit Tom über diesen Riesenerfolg. Von seiner Herzlichkeit möchte ich mir einiges abschneiden. Einige sehen in diesem Sieg eine Werbung für Gender Mainstreaming. Das ist eine Ideologie, die unter anderem behauptet, der Mensch könne sein Geschlecht selber bestimmen, egal ob er als Mann oder Frau geboren ist. Ich bin gegen diese Ideologie, denn ich sage, es ist besser, wenn wir das respektieren, was die Natur vorgibt. Wenn ich zum Beispiel als Mann geboren bin, dann bin ich Mann und kann nicht einfach Frau werden, auch wenn ich das möchte. Ich weiß, dass einige das anders sehen. Dabei ist mir wichtig, wenn auch Menschen andere Leitbilder haben, dass ich diese Menschen respektiere, sie wertschätze. Und wenn ich das immer mehr lerne, dann ist das für mich wie eine Auferstehung mitten im Leben, eine Auferstehung zu einer neuen Art, Menschen zu begegnen. Wie ein Phönix kann auch ich mitten in meinem Alltag immer wieder auferstehen. Und das besonders dann, wenn ich immer mehr lerne, Menschen mit anderen Lebensidealen liebevoll anzunehmen. Ich weiß, dass Jesus mir dabei hilft. Und ich denke an den Apostel Paulus, der vor 2000 Jahren meines Erachtens auch von dieser Art der Auferstehung geschrieben hat. An die Christen von Rom in seinem Brief schreibt er: Ihr seid mit Christus auferstanden. Deshalb sollt ihr als neue Menschen leben.